Also, stürmisch könnte es auch werden, wenn Felix Sturm wieder in den Ring tritt. Und das wird er tun. Nach knapp einem Jahr Pause kämpft der ehemalige Weltmeister jetzt wieder um den Titel. Am Samstag ist es soweit, gegen den amtierenden Weltmeister Fedor Chudinov. Sollte Sturm gewinnen, könnte er der erste Deutsche sein, der 5 Weltmeistertitel gewonnen hat. Unser nächstes Thema. Fotos werden kopiert, Namen, Geburtstaten, all das nutzen Betrüger. Und Kriminelle benutzen im Internet eben fremde Identitäten. Oft von privaten Leuten, die bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und in vielen Fällen werden die Freunde des ahnungslosen Besitzers des Profils gleich mit abgezockt. Und das ist wirklich unglaublich, wie vielen Menschen das schon so gegangen ist. Bei uns im Kollegenkreis hier haben es auf jeden Fall viele schon erlebt. Die Konsequenzen können dramatisch sein. Deswegen wird das ein Thema hier bei uns in der Sendung sein. Wir werden darüber noch sprechen, auch was wir tun können, um uns zu schützen. Später mit einem Experten und zeigen Ihnen jetzt, womit Leute Geld machen. Und das, was Sie sehen, halte ich für einen Witz. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ist unangenehm, wir machen das nächste Thema. Da ist es viel mehr Hightech. Ist da angesagt. Ja, wir gucken nach Südkorea und da gibt es eine Stadt, da ist alles so modern, ja, wie man sich eben die Zukunft vorstellt. Also da werden sogar Falschparker von den Computern des Sicherheitssystems per Video erkannt und angezeigt. Das klingt alles unglaublich, aber oder so nach Zukunft, aber es gibt es eben tatsächlich schon in Südkorea. Alles überwacht, ne? Faszinierend. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass hier bei uns in der Wohnung auch überwacht wird, dass Leute dazugucken. Habe ich auch manchmal. Ja. Egal, wo du hinkommst, auch Küche, Wohnzimmer, ja. Esszimmer, überall. Ein unbestimmtes Gefühl. Naja, liebe Zuschauer, jetzt kommt, es geht um Tauben im Endeffekt, die weg sind, ne? Genau. Aber es ist trotzdem dramatisch. 35 Jahre hat ein Rentner aus Mönchengladbach eben gearbeitet mit seinen Tauben. Und jetzt muss er damit klarkommen, dass die Taubendiebe eben seine Tiere gestohlen haben. Und wie sagt man so schön, die Tauben, die Ratten der Lüfte. Ja, weißt du, das ist ja auch ein schöner Spruch. Ja. Und auch der Mann möchte nicht mehr alleine sein, die Menschen wollen nicht alleine sein, man möchte nicht Single sein. Und jetzt ist eine Meldung, die für dich als Sachse sehr interessant ist, mein lieber Jan. Denn Sachsen sind datingfaul. Laut einer Studie haben 11% aller sächsischen Singles nur eine Verabredung im Monat. Über 76% davon sogar noch seltener. Zu welchem Prozentteil gehörst du denn, als du noch Single warst? Eine Verabredung im Monat nur? Im Monat. Ich kann es jetzt schon sagen, er gehört nicht zu dir. Also nur eine? Eine am Tag ist schon bei dir normal gewesen, oder? Deswegen bin ich aus Sachsen weggezogen mit 18. Ja, ja, sehr gut. Deswegen, das ging nicht. Ich wurde da nicht als einer von denen erkannt. Ja? Aber heute ist ja eh alles anders. Ne? Da wird ja nicht mehr sich verabredet, sondern kriegt zum Beispiel eine Frau eine Augenbinde rum. Ne? Und dann kommen lauter Männer an. Und durch das Küssen entscheidet sie, mit wem sie sich dann später treffen will. Hier, Kiss, Bang, Love. Gerade gestartet, heute zweite Folge, ne? Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich glaube, da kommst du eher zum wirklichen Ziel. Wenn Quatsch, 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 der Typ ist super, dann fängst du den an zu küssen und denkst, ach du Jemini, dann gehe ich lieber nach Hause. Dann doch mal lieber umgekehrt. Andersrum ist aber auch interessant, ne? Küsst super gut, redet aber dann nur Blödsinn. Oh, das ist noch schlimmer, glaube ich. Aber mal gucken. Das könnte das Ende der Hungerhaken-Models sein, liebe Zuschauer. Zum allerersten Mal ist nämlich ein Model mit Übergrößen, also mit wunderschönen Rundungen, auf der Sports Illustrated. Ashley Graham heißt sie und damit hat sie einen bahnbrechenden Erfolg gestartet. Und sie setzt damit auch ein Zeichen für alle Frauen. Und so geht es bei uns weiter. Ein Job in Paris oder Mailand, das ist für ganz, ganz viele Mädchen der große Traum, einmal Model sein. Aber wenn es dann soweit ist, dann stimmt auch wieder alles nicht. So ist das bei Yusra. Die 18-Jährige hat wirklich überall und immer was zu meckern. Wahrscheinlich. Wenn du da reingehst, ist es wahrscheinlich anders, ne? Ah, Frau Lufen. So häufig war ich noch nicht da, um ehrlich zu sein. Ja? Aber wenn ich das Schnitzel sehe, könnte ich jetzt sofort dahin gehen. Aber unser nächstes Thema, liebe Zuschauer, 500 Euro für 5 Sekunden Schloss öffnen. Das klingt total bescheuert und nach Wucher, ist aber genau so passiert. Und dem es passiert ist, der hat den Schlüsseldienst deswegen verklagt. Dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Der Richter hat allerdings den Schlüsseldienst freigesprochen und fand das Urteil selber nicht so super, hat er dann gesagt. Die Firma hätte sich wohl nicht strafbar gemacht, können wir kaum glauben. Nadel schreibt ein Buch, denn wir erfahren jetzt, dass sie tatsächlich noch immer verliebt ist in Dieter Bohlen. Das gibt's ja nicht, denkt man so, dass sie ein Buch schreibt. Ja, dann müsst ihr mich fragen. Leukoplast sensitiv, und zwar das Breite. Das ist gut. Klebeband sensitiv? Leukoplast aus der Apotheke. Also, oder eine andere Firma. Auf jeden Fall sensitiv. Und schön breit.
Liebe Zuschauer, es gibt einen anderen Mann, der tapet sich auch gerne mal was, bevor er in den Ring steigt. Das machen Boxer so. Nach knapp einem Jahr kämpft Felix Sturm wieder um den Weltmeistertitel am kommenden Samstag gegen den amtierenden Weltmeister Fedor Chudinov. Sollte Sturm gewinnen, könnte er der erste Deutsche sein, der 5 Weltmeistertitel gewonnen hat. Aus Luft Geld machen ist jetzt unser Thema. Das ist nämlich das Geschäftsmodell einer Familie aus dem englischen Dorset. Die füllen nämlich diese super frische englische Luft in Flaschen oder in Gläser ab und exportieren sie sehr lukrativ in smoggeplagte Länder. Jetzt kommen wir zum bekanntesten Promi-Edelrestaurant Deutschlands, das Borchert. Die haben ja sich die Promis schon in die Hand gegeben. Ich weiß nicht, ob die wieder aufgetaucht ist, aber ja, irgendeiner hat sie mitgenommen. Ja. Es ist ja eigentlich gar keine Party-Location, sondern ein ganz normales Restaurant. Da darf eigentlich auch jeder hin, der mal wissen will, wie schmeckt es denn in so einem Promi-Restaurant. Die Bewertungen sind so schlecht, ne? Also manche sagen ganz gut, aber dann gibt es immer so, gibt auch Neider, die einfach sagen, das ist ganz blöde da oder so, ne? Deswegen ist es ein sehr spannender Einsatz für unseren Restaurant-Tester Mirko. Falls Sie schon immer mal wissen wollten, warum Frauen so lange im Bad brauchen. Aufgepasst.